und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich mal etwas Salziges und nichts Süßes. Jetzt nach den ganzen Weihnachtssachen muss auch mal was Herzhaftes her. Und jetzt habe ich was richtig Cooles für euch und Gesundes. Ganz einfach gemacht, wenige Zutaten, alles in der Küchenmaschine. Und es ist eine Gemüsebrühe und zwar eine selbstgemachte. Und kaum zu glauben, wenn ihr Gemüsebrühe fertig kauft, da ist da sogar Zucker drin. Also ich konnte es auch nicht glauben. Oder irgendwelche Hefen oder sonstige komische Zutaten, die es eigentlich überhaupt gar nicht braucht. Und es geht wirklich super einfach, ist sehr lange haltbar. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach, wie das funktioniert. Und für eure selbstgemachte Gemüsebrühe braucht ihr nur wenige Zutaten. Wenn man es nicht so genau nimmt, dann sind es zwei. Und zwar habe ich hier ein großes Päckchen gekauft an Suppengemüse, also ein ganz normales Paket mit Suppengemüse, wo alles mögliche drin ist. Hier habe ich zum Beispiel eine Zwiebel drin, Lauch, dann habe ich ein bisschen Wirsing drin, dann was ist hier noch? Petersilie, eine Karotte und ein bisschen Knollensellerie. Und dann braucht ihr noch Salz und da könnt ihr wählen, entweder grobkörniges Meersalz oder Himalaya-Salz oder feines Salz, was ihr zu Hause habt, was ihr gerne habt. Alles funktioniert. Und als allererstes werde ich mich natürlich dem Gemüse widmen, das schön waschen, säubern und in kleinere Stücke schneiden. Und dann zeige ich euch gleich, wie das weitergeht. Mein Gemüse ist jetzt fertig geschnitten, das kommt jetzt in meinen Mixbehälter von der Küchenmaschine und diesen stelle ich davor hier auf meine Küchenwaage. Dann kann ich nämlich gleich abwiegen, wie viel Gemüse ich habe in Gramm und dann muss das Salz dazu und zwar auf 100 Gramm Gemüse gebe ich 20 Gramm Salz hinzu. So, ich habe jetzt mein Gemüse abgewogen und jetzt bin ich bei ungefähr 444. Genau, 444, also mache ich 450 daraus, dann rechnet ihr das Ganze durch 100, dann habt ihr also 4,5 und dann mal 20, also weiß ich jetzt 90 Gramm Salz muss ich hinzugeben. So, und ruckzuck ist das Ganze richtig schön klein püriert. Also das geht wirklich nur ein paar Sekunden und so ist eure Gemüsebrühe schon fertig. Jetzt fülle ich das Ganze in saubere Gläser ab und dann kann ich das im Kühlschrank lagern und dort ist es wirklich mehrere Monate haltbar. Und ganz nach Geschmack könnt ihr das verwenden zum Kochen überall da, wo ihr auch Gemüsebrühe reinmachen würdet. So, und fertig ist die Gemüsebrühe. Ich habe jetzt hier zwei Gläser rausbekommen, die lagere ich jetzt im Kühlschrank. Wie gesagt, mehrere Monate haltbar. Das reicht jetzt wieder eine Weile und ganz nach Geschmack könnt ihr das ja dann dosieren, ob in Suppen oder in Gemüse, das ihr anbrät, in der Pfanne zum Beispiel, wo auch immer, in irgendwelchen Soßen. Also da könnt ihr wirklich frei sein und ausprobieren, was euch da schmeckt und wie salzig euch das Ganze dann ist. Wichtig ist dann, nicht mehr vielleicht zu viel zu salzen, weil da ja eben schon viel Salz enthalten ist. Ja, total einfach finde ich, super lecker, total frisch und selbstgemacht, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe, ohne Zucker, ohne Hefen oder was auch immer da alles
beigemischt wird von der Industrie. Super natürlich und super lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Das ganze und vollständige Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujanik.com. Schaut da vorbei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, das freut mich jedes Mal riesig. Und wenn ihr es ausprobiert und mir ein Foto schicken möchtet, dann gerne über Instagram. Und da könnt ihr gerne immer den Hashtag fraujanik benutzen, dann kann ich das nämlich sehen. Und das freut mich jedes Mal riesig. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt gleich damit etwas Leckeres kochen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und zum Ausprobieren motivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.